So, hallo, wir machen weiter. Bei Isaac Repentance. Letztes Mal haben wir den Eve-One Richtung Chest und Mega-Satan abgeschlossen. Erfolgreich abgeschlossen. Und jetzt habe ich gesagt, möchte ich wieder auf die Speedruns gehen. Das heißt, Boss Rush und, wenn es möglich ist, auch gleich Hash mitnehmen. Aber vor allem geht es mir darum, dass wir Richtung Satan und Lamp kommen. Andererseits, wenn ich bei Hash ankommen sollte, dann würde ich natürlich über den Void rausgehen, weil da kriege ich den Void halt garantiert. Ja, da habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Das ist natürlich nochmal ein Ding. Wenn ich bei Hash sein sollte, gehen wir über den Void. Denke schon, denke schon. Doch, 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 dann gehen wir über den Void. Aber erstmal gucken, wie wir vorankommen. Zuerst brauchen wir wieder ein Tears-Up. Ganz wichtig. Sonst ist Eve furchtbar. Ohne Tears-Up ist Eve einfach furchtbar. Oh, lol. Kommen hier ohne Schaden raus. Oh, nee, kommen wir nicht. Ja, das ist blöd jetzt. Aber gut, wir haben schon mal einen Schlüssel. Komm, ich setze mein Viech ein, so mein letztes halbes Viech, und dann kriege ich nämlich gleich die Verwandlung hier rein. Ist doch auch ganz nett. Ups. Das war wieder so ein typischer Schluss, schlechter Anfang. Das war wieder so ein ganz typischer, richtig schlechter Anfang. Na gut. Ja, schade eigentlich, ne? Eigentlich schade. So, jetzt darf ich halt nicht getroffen werden. Aber es, ganz ehrlich, es ist mir eigentlich egal, wenn ich jetzt getroffen werden sollte und der Wand vorbei ist. Dann ist es halt so. Es gibt am Anfang bei Eve immer ein paar schlechte Ones und danach läuft es dann. Ein paar schlechte Anfänge, wollte ich sagen. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Ein paar schlechte Anfänge. Da ist schon der Boss. Den gehen wir noch nicht ran. Wir wollen erst den Itemraum haben. Weil es ist natürlich riskant, am Anfang alle drei Viecher rauszuholen. Und dafür kein Herz mehr zu haben. Aber ganz ehrlich, so komme ich etwas schneller durch die Räume. Und wenn ich dann drauf gehe, dann ist es halt so. Aber nicht an so einem Raum. Nicht in so einem Raum. Okay, danke schön. Uff. Oh, lol. Da gibt's direkt was Leckeres. Aber, naja. Ist jetzt nichts Geniales, aber kann man mal mitnehmen. Die wäre natürlich interessant. Die Stopwatch. Auch wenn es die kaputte ist. Wait, wollte ich nicht Speedrun machen? Eigentlich spiele ich gerade nicht auf Speedrun. Ich habe da was vergessen. Ja gut, wenn es nicht klappt, gehen wir halt Satan. Stimmt, ich wollte... Ich habe kurz vergessen, dass ich Speedrun spiele. Macht nichts. Wenn man noch mehr zur Verfügung hat, dann ist das ja nicht das Einzige, was man tun muss. Ja, ich spiele gerade nicht wirklich auf Speedrun, aber es ist egal. Komm, jetzt geh halt kaputt. So, da kann man nicht rein. Aber finden wir jetzt echt den Itemraum ganz zum Schluss? Das ist schon tragisch. Das war knapp. Ich hätte nicht gedacht, dass die bis dahin kommt. Ja, da ist er. So, bin ich schon gespannt, was da drin ist. Schönes für mich. Hoffentlich etwas, was mir die Reise sehr verleichtert.
Ein schönes Tiers-Up wäre doch nett. Ah, nein. Würdet ihr auch ein Tiers-Up jetzt bevorzugen? Ich fände ein Tiers-Up jetzt super. Das ist kein Tiers-Up. Aber es ist okay. Will nichts sagen. Oh mein Gott. So, komm, jetzt machen wir den Raum ja auch noch, dann haben wir alles weg. Mit vielen Gegnern können wir nämlich auch schön mit unserem neuen Item jetzt hier ein bisschen Hilfe generieren. Ja, ich glaube, das mit dem Speedrun wird nichts, aber es ist egal, wir haben noch genug Alternativen, die wir angehen können. Mist. So war das nicht geplant. Ich glaube, ich bin gleich tot, aber es macht nichts. Und wenn nicht, dann übe ich jetzt ein bisschen ausweichen. Komm, Speed up. Tiers up. Ich glaube, es ist auch gar nicht mal so. Es ist ein guter, Anfang. Kann man, glaube ich, anbieten. Zumal ich jetzt dadurch die Verwandlung wieder hinbekommen habe. Oh. Scheiße, weil... Ach so, sobald ich den generiere... Ja, ich verstehe. Wenn ich ihn jetzt zurückziehe und dann verwandle, habe ich aber wieder Dings drin, ne? Ja, okay. I see. Oh, das dauert aber 3 Jahre, bis das sich auflädt. Oh, weia. Okay, ich verstehe. Ja, ich verstehe, wie das funktioniert. Kann ich dann aber... Komme ich da ran? Mit dem Messer? So? Kann ich das einsammeln? Nein, okay. Schade. Okay, ich verstehe, wie das funktioniert. Das ist natürlich schon cool, aber das behält man dann halt nicht. Das ist das Problem. Hm. Ich verstehe, wie das hier funktioniert. Okay. Ah. Shit. Ich war zu... Ich hab nicht auf. Das ist, was ich meine mit am Anfang Stuans halt etwas nicht so gut. Weil man halt absolut nicht weiß, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Sobald ich mal ein Tiers-Up habe, ist alles cool. Oh, da ist jetzt so eine große Pille. Das ist die gleiche wie die in klein. Es ist Amnesia und in Groß-Amnesia ist... ist dann halt richtig Amnesia. Was zur Hölle, okay. Aber jetzt haben wir mal so eine Horse-Pill gesehen. Na, jetzt gibt es auch große Pillen. Das ist schon strange, aber gut. Ach komm, was ist denn das hier? Okay. Ah nee, stopp! Ich darf's nicht. Darf nicht noch eins opfern, lul. Okay, jetzt gibt es gleich den Itemraum. Wir wollen ja im Prinzip immer nur schnell das Item sehen und dann ist ja vielleicht schon alles geklärt. Und wir stellen fest, dass alles kacke ist und dann kann man ja... Oh ja! Oh ja, Bird's Eye. Diesmal weiß ich auch, mittlerweile, warum das so heißt. Und zwar heißt es so, weil so eine Pepperoni, so eine Chili heißt wohl Bird's Eye.
Da wurde ich drauf aufmerksam gemacht von Counter doch einfach mal zu googeln. Ach, das darf doch nicht, ist doch kacke. Ich sollte das nicht machen. Ich sollte, wenn ich ein geiles Item habe, dann sollte ich nicht anfangen, da noch Risiko zu gehen, solange ich noch nicht gut ausgerüstet genug bin. Das Bird's Eye hätte ich jetzt schon gerne behalten, muss ich gestehen. Das ist jetzt ärgerlich. Das ist jetzt sehr ärgerlich, so. Das ist jetzt wirklich sehr ärgerlich. Mann. Das ist jetzt wirklich sehr, sehr ärgerlich. Aber das ist der Anfang mit. Das ist das Problem mit Eve, so einen Anfang zu finden. Deswegen brauche ich einfach 3 Jahre, bis ich mal einen guten Anfang mit ihr habe. Aber dann, wenn man den dann hat, dann geht's ab. Na, aber im Moment ist der Anfang halt noch nicht so ganz gegeben. Ach, es ist ärgerlich, dass wir das von gerade nicht weitermachen können. Ich hätte gern die Dings, aber ich sollte mich nicht immer über die gleichen Sachen aufregen. Es wird halt dadurch nicht besser. Es wird dadurch halt nicht besser. Ich wurde auch von Counter darauf aufmerksam gemacht, warum ich denn immer eigentlich die Donation-Maschine nicht sprenge, wenn ich den sprenge. Naja, weil wenn man die so wie jetzt gerade eben die ganze Zeit sprengt, irgendwann hat man halt kein Geld mehr drin. Und dann hat man es umsonst gesprengt. Und das ist irgendwie dumm. Ich spreng die eigentlich nur, wenn ich so das Gefühl habe, okay, jetzt ist es auch sinnvoll, die zu sprengen. Klar habe ich dann manchmal vielleicht nicht genug Geld dabei, das ist richtig, aber naja, das ist so halt... Ist nicht die beste Idee, ist mir bewusst. Aber so denke ich halt. Keine Ahnung. Oh ja, okay, jetzt geht's ab. Ach so. Na gut, es geht gar nicht mal so ab. Wobei, ich könnte jetzt noch... Im Moment kann ich das blaue Herz eigentlich weg... Nee, wir lassen es mal. Wir lassen es mal. Alles gut, wir lassen es mal. Ich habe eine Bombe. Hier ist ausgeschlossen. Hier ist ausgeschlossen. Dann kann er ja nur... Okay, das ist sehr gut. Dann kann der Geheimraum ja nur hier sein. Das ist sehr gut. Okay, gibt einen Schlüssel. Dann gehen wir wieder. Bombe gegen Schlüssel ist okay für den nächsten Raum. Brauchen wir ja einen für den nächsten Itemraum. Ist okay. Und der Engelfreund, den wir jetzt dabei haben, der gefällt mir natürlich sehr gut. Das ist ein gutes Item, das ich durchaus sehr bevorzuge. So, wenn wir Glück haben, kann ich mein Feuer jetzt, meine Herzen gleich wieder auffüllen und dann habe ich auch die Viecher schon draußen, die hier ganz gut mithelfen. Komm, schön jetzt Herzen geben. Drop bitte Herzen. Na gut, komm her. Es war leider kein Dings dabei, aber es ist in Ordnung. Oh, es war aber ein HP-Up dabei. Jetzt ist halt nur die Frage, die ich mir wieder stelle. Gehe ich so jetzt weiter? Oder setze ich erst nochmal Dings ein? Zum. Und hoffe dadurch... Okay, vielleicht kommen ja hier Herzen raus. Weil im Moment wäre halt ein Treffer und alles ist vorbei. Und ich will eigentlich den Run hier nicht aufgeben. Ich würde aber gerne nur ein paar Viecher hergeben und nicht alle. Warte, wie viel habe ich denn jetzt? Nee, es würde komplett füllen. Es würde einfach komplett füllen. Ich würde nichts verlieren dadurch. Ich würde im Moment nichts verlieren dadurch. Dann ist das okay. Dann machen wir mal 4 Stück. Ist mir sonst zu riskant. So.
Na, das ist dann eine ganz gute Basis auf jeden Fall. Ich mache jetzt mal so, dass ich immer ein rotes und ein blaues Herz übrig habe. Dann sollte ich ein paar Hits vertragen können, die ich aber natürlich eigentlich gar nicht fressen will. Okay, sehr schön. Auch sehr schön. Und Itemraum. Und schönes Item. Sehr, sehr schönes Item. Gefällt mir, mag ich. Es hält die Gegner immer so schön fest. Ja gut, wem erkläre ich, dass ihr wisst, was es für ein Item ist. Das kann auch die Bosse... Ah, scheiße! Kann auch die Bosse festhalten. Ärgerlicher Treffer. Den wollen wir eigentlich nicht haben, so einen Treffer. Vorsichtig, okay. Sehr gut. Schön wieder füllen, dass wir keinen Rotherzschaden hier noch bekommen. Oh, nice. So. Ich hoffe, ich verliere sie nicht gleich wieder alle auf einmal. Das wäre doof. Oh, geil. Ab dafür. Ah, nicht so geil. Brauchen wir erstmal einen Schlüssel. Brauchen wir erstmal einen neuen Schlüssel für. Aber wir bekommen zum Glück viele Bomben, das ist auch sehr schön. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen Tiers ab noch bekommen dazu, dann ist es sehr, sehr gut. Okay, mehr Viecher. Ich lasse es erstmal so. Wir müssen es nicht übertreiben. Haben wir schon den Geheimraum theoretisch? Ich muss nochmal hier ablaufen. Bisher würde es gehen. Gut denkbar. Schlüssel? Yo! Komm zu Papa. Ich hätte vorher die Dings einsetzen sollen, aber ist egal. Habe ich jetzt zu spät gemacht. Aber nice. Jetzt bitte kein HP. Na gut, ich meine, wenn eins, wenn eins kommt, dann kommt eins. Ich meine, es ist mein Risiko, Pillen einzusetzen und ich gehe es halt nun mal ein. Ja, HP down, schade. Shotspeed down. Ja, okay. Aber das war mit ein Tears Up dabei und deswegen ist das schon cool genug. So. Trotzdem haben wir keinen Schlüssel bekommen, was ärgerlich ist. Aber der Schaden ist jetzt schon sehr gut. Schaden ist jetzt schon mal sehr schön. Das ist das zerbrochene Dings. Ich würde im Moment aber fast tatsächlich lieber... Lasst mich kurz lesen. Aber ich würde im Moment lieber noch auf Bomben hochpowern gehen. Ich bin da ein bisschen... Ja. Also, was würde das? 33% Chance to spawn an extra blind pedestal item in all future item rooms. This one will be a hidden question mark. Dreiunddreißigprozentige Chance. Gegen Bomben. Na gut. Na komm mit. Wir können ja, wenn wir Bomben noch, wenn wir noch Münzen auf der Ebene finden, können wir ja noch mehr einsammeln. Ja, wir kriegen leider keinen. Ja, wir kriegen keinen Schlüssel mehr. Das ist ärgerlich. Zwei Möglichkeiten für den Supergeheimraum. Schade. Ich dachte ganz kurz, ich stehe so dumm, dass ich getroffen werde. Aber hier war er jetzt weder da noch da. Na gut, kann ich nicht ändern. Okay, mach dich weg. Mach dich einfach weg. So ist es gut. Schön festhalten den Typen und einfach wegfrühstücken. Prima. Wir gehen natürlich nicht in den Satan-Deal.
Prima, okay. Ja, leider keine Schlüssel bekommen. Ich kriege aber jetzt... Ich werde nicht in den Shop reinkommen. Ich habe keine Chance. Ich kriege keinen Schlüssel mehr. Ich brauche jetzt ja auch nicht 3 Jahre noch rumlaufen. Wir können weitergehen. Ich kriege keinen Schlüssel mehr. Aber wir haben schön viele Viecher dabei. Das ist schon sehr gut. Okay, da müssen wir durch. Auch wenn wir im Moment keinen Schlüssel haben. Aber das müssen wir schon mitspielen. Ich meine, ich könnte schon mal hier aufmachen. Hätte ja zum Beispiel ein Teleport sein können in den Engelraum. Okay, X-Legs. Nicht so schlimm. Oh! Das war kacke, dass ich mich da treffen lassen. Das war sehr kacke. Und da ist mein Schlüssel. Mit dem ich jetzt eigentlich nicht direkt in die Kiste laufen wollte, aber gut, das ist passiert. Okay, vorsichtig. Mach keinen Scheiß mit mir. Nice, der hat ihn aufgesprengt. Oh mein Gott, das war Glück. Ich meine, ich hätte Bomben gehabt genug, aber wenn man sie nicht opfern muss, ist es ja schön. Scheiße, ich dachte, der wird erledigt. Habe ich leider falsch gedacht. Oh, das war knapp. Ich habe mich eigentlich schon sterben, also nicht sterben, aber treffen sehen. Getroffen worden sehen. Okay. Mehr Viecher. Nicht treffen lassen, nicht treffen lassen, nicht treffen lassen. Sehr schön, sehr schön. Nice. Gleich einsetzen, gleich Schutz. Gleich Schutz holen. Sehr gut. Bisher gute Voraussetzungen für Engelraum in der Runde. Gute Voraussetzungen für Engelraum in der Runde. Ich bin gedanklich noch so ein bisschen im Speedrun, aber ich muss gestehen, wir haben jetzt schon, also wir sind zeitlich jetzt nicht so gut, was das angeht. Und ich würde es jetzt, glaube ich, auch nicht drauf ankommen lassen. Wir müssen ihn ja noch nicht machen. Wir haben noch genug Alternativen. Ne? Aber vielleicht kehren wir gedanklich mal wieder ein bisschen dorthin zurück. Schade. Und jetzt können wir für den Fall, dass das Item im Itemraum kacke ist und ich ein Fragezeichen-Item bekomme, das Fragezeichen-Item nehmen. Weiß nicht, ob ich das so gut finden soll, weil da könnte halt auch Kacke dabei sein. So. Aber, boah. Ich muss wieder lesen. Ich habe das schon so oft nachgelesen, aber ich kann es mir nicht hundertprozentig genug merken. Ah, die Spider-Enemies greifen nicht mehr an. Ja, doch, komm. Bevor die mich irgendwann treffen, nehmen wir es mal lieber mit. Warum nicht? Warum nicht? Ganz ehrlich. Okay, wir müssen den Shop auf jeden Fall noch besuchen, aber wir waren auch noch nicht dort, ne? Ja, wir haben aber auch noch keinen Raum ausgelassen. Sehr gut. Da ist er. Da ist schon der Shop. Das können wir gleich einsetzen. Oh mein Gott, ja! Sehr, sehr geil. Was auch immer das Boss-Item ist, wir werden es dann gleich verdoppeln. Ah, die tun... Ja, doch, die tun mir scheinbar doch noch was. Okay. Beziehungsweise, vielleicht kommt ja im Engelraum was Besseres. Vielleicht kommt ja im Engelraum was Besseres, sollten wir ihn bekommen. So, ihr könnt mir gar nichts, weil ihr da festsitzt. Let's go.
Nein, die Dinger hauen jetzt natürlich meine Viecher weg. Das ist frech. Nein. Du Arschkrampe, mach dich weg. So. Okay. Wir setzen mal ein paar Viecher ein. Dann ist alles voll. Ich glaube sogar voller als notwendig, aber was soll's. So, dann nehmen wir den natürlich weiterhin mit und laden den für den nächsten Shop schön wieder auf. Jetzt gehe ich aber trotzdem, jetzt habe ich so viele blaue Herzen, jetzt wusel ich einmal ganz schnell in den Curse Room. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade gedanklich nicht mehr... Oh, das können wir dann noch aufladen. Oh, da können wir richtig viele Viecher noch generieren. Das habe ich vorhin gar nicht bedacht. Ja, aber das kostet halt auch wieder alles Zeit. Also das ist... Oha. Oha. Ja, jetzt kann ich das gar nicht... Na gut. Scheiß drauf. Dann gehe ich... Dann generiere ich schon mal, während ich hier rüberlaufe. Dann können wir hier gleich noch... Sehr gut. So. Dann haben wir jetzt richtig viele Viecher. Das habe ich gar nicht bedacht, dass dieser Regenbogenpup ja diese Möglichkeit mir bietet. Das ist natürlich sehr geil. Trotzdem sieht man, wie schnell die wieder weg sein können. So, also jetzt Abflug. Und weiter. Ich glaube nicht, dass wir die 20 Minuten... Da müsste ich jetzt schon richtig durchrasen, ne? Andererseits, wir sind jetzt halt schon gut. 5 Minuten noch? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh, nice. Nice! Das ist sehr gut. Das bedeutet auch, dass wir hier jetzt schön durch die ganzen Räume durch... Ja, dann sprengen wir den nochmal schnell. Vielleicht kommt ja ein Feuer dabei... ein Herz dabei raus. Leider kam keins. Aber wir haben genug blaue Herzen. Wir haben auch jetzt so viel Schüsse, also wir sollten doch trotzdem recht schnell durch die Räume kommen. Aber nicht schnell genug für 20 Minuten. Also für 20 Minuten habe ich schon wieder viel zu viel getrödelt. Das ist mir auch bewusst. Ich würde jetzt halt gerne schnell den Shop finden, dass wir Dings machen können. Dass wir das, wenn es aufgeladen ist, auch ein... Oha! Ja, aber das braucht... Ja, aber... Nee. Dass wir, wenn es aufgeladen ist, es auch einsetzen können. Wir haben noch so viele Shops vor uns... Da ist es eigentlich schon nützlich. Ich will nur die Bomben, lass mich in Ruhe. So. Den Sacrifice Room brauchen wir da hinten jetzt nicht. Oha. Hat er das? Ja, komm, setz mal gleich ein. Scheiß drauf. Geht dann nicht. Jetzt den Shop wäre super zu finden. Kein Shop. Hier wäre das nochmal stärker gewesen, aber ist jetzt egal. Lass mir meine Aufladung, danke. Oh boy, ich hasse den. Oh nee, das ist jetzt so ein scheiß Raum, ne, für die Viecher. Ich muss die gleich alle hier oben lassen. Ey, hört auf damit. Scheiß drauf. Wir gehen einfach durch. Scheiß drauf. Bevor ich noch mehr verliere, habe ich gedacht, ich gehe einfach durch. Das war dumm. Ich habe mein Trinket lieb. Wo liegt mein Trinket? Wieso liegt es da oben? Ach, ich hab's wegen... Nein, ich hab's fallen lassen, weil ich die Umschalttaste gedrückt habe. Ja, scheiß drauf. Ich renne jetzt nur mal hin zurück.
Okay, da ist mein Shop. Okay, das Herz ist umsonst. Nehmen wir mit. Die Lampe will ich eigentlich gar nicht. Wollte nur den Typ sprengen, wegen Engelraumchance erhöhen. Okay. Abflug. Schön festhalten den Kollegen. Ja, kommt in Ordnung. Da ist, was ich brauche. Okay. Ist eh nur ein Item. Dann können wir das auch so mitnehmen. Was wir auch noch schnell so mitnehmen, ist einmal der Schlüssel. Scheiße. So blöd ist das. Ja, das ist blöd, dass die blöden lila Feuer außen rum sind. Das ist ein bisschen umständlich. Aber ist okay. Ich hätte es vorher Dings einsetzen sollen. Ja, 18 Minuten. Nee, okay, den Speedrun kann ich knicken. Ist in Ordnung, dann können wir jetzt aber auch in Ruhe weiterspielen. Gut. Dann würde ich mir, glaube ich, trotzdem das Trinket zurückholen. Jetzt habe ich nicht mehr so viele Viecher, da kann ich es auch riskieren, da nochmal durchzulaufen. Auch wenn es ziemlich kacke war, dass der es einfach fallen lassen hat, das Zeug. Toll. Oh mein Gott, man kommt da schadenfrei durch. Lul. Okay, so. Neue Erkenntnisse für mich. Okay, dann können wir auch den Geheimraum noch gucken. Wäre denkbar. Schade. Okay. Ja, Strange können wir schon mal eher mitnehmen als die Excited-Pille. Okay, dann gehen wir weiter. Ja, für Speedrun habe ich Kacke gespielt. Aber macht nichts. Wir haben genug zu tun. Oh nee. Das ist so ein Raum, den kann ich überhaupt nicht ab, aber es lief zum Glück gut. So, wir generieren mal ein paar mehr, dass das hier schneller geht alles. Sonst kriege ich die Krise. Ich meine, so viele blaue Herzen und rote Herzen, wie wir haben, kann ich mir das schon leisten, ein paar Viecher zu generieren. Ja, moin. So, dann nutzen wir unsere blauen Herzen, um hier durchzugehen. Ja, und werden auch entsprechend belohnt. Jetzt wird es wieder schwierig. Spreng ich Steine viel im Moment? Nee, tue ich nicht. Mit ganz wenig Bomben spreng ich nicht so viel. Dann brauche ich das auch nicht mitnehmen. Sehr schön. Da geht es überhaupt nicht weiter. Nicht so schön. Oha. Das Viech dürfte sich aber verabschieden, sobald wir... Ja, genau. Sobald wir den erledigt haben. Sehr gut. Hier geht es aber auch nirgends weiter und da ist auch nichts Spannendes mehr. Oh, hier ist auch kein komischer Stein oder sowas. Nein. Oha,
da ist meistens aber ein komischer. Also da ist, in dem Raum ist meistens einer von den Steinen ein Marktstone. Aber ich sehe im Moment echt keinen. Nee. Ich meine auch, ich habe jetzt gut genug geguckt. Ich habe keinen gesehen. Wenn da trotzdem einer war, Conan blind. Sehr schön. Wir haben immer noch nicht den Shop gefunden. Das ist ein bisschen ärgerlich. Weil das natürlich bedeutet, dass wir die auf... Och, jetzt geht's... Jetzt bin ich hier wieder drin. Das ist jetzt ja auch blöd. Nur der eine? Okay. Oh, Vorsicht. Okay. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Ja, ist doof, dass wir den Shop noch nicht gefunden haben, weil wir die Aufladung so nicht nutzen können. Effizient, aber was soll's. Ist halt Glückssache. Kann man ja nicht beeinflussen, wo der Shop ist. Und vom Weg her hätte ich jetzt auch nicht was anderes laufen können. Also hätte ich schon was anderes laufen können, aber halt. Bleibt trotzdem Glückssache, wo er ist, dann der Shop. Insofern, ja. Da laden wir uns jetzt erstmal wieder auf. Ich habe genug Viecher noch draußen. Muss jetzt nicht gleich wieder neue verwandeln. Schon mal schön nach Steinen gucken, während wir hier rumlaufen. Aber ich sehe nichts weiter Spannendes. Ist okay. So. Da ist der Shop. Und an die Truhe kommt man überhaupt nicht ran. Das ist ja frech. Nein, das Trinket auch nicht. Okay. Da wir jetzt eh Geld brauchen. Oh, lol! Machen wir das natürlich so. Toll! Danke, Spiel. Wollte eigentlich gerne in den Geheimraum. Wenn ich darf. Vielen Dank. So, dann gehen wir nach unten weiter und kommen hoffentlich noch zum Itemraum, bevor wir zum Boss. Okay, alles klar. Aber diesmal gehe ich erst zum Itemraum, weil wir haben Zeit. Und wir haben auch jetzt nicht so das große Risiko, dass wir ganz viel verlieren bis dahin. Nee. Gut, das ist eine Abkürzung nach oben. Finde ich in Ordnung. Jawohl, sehr gut, weil jetzt können wir nämlich schön nicht den Spiegel mitnehmen, sondern den goldenen Teleporter. Was macht der denn? When used, will teleport you to another random room that has not yet been explored yet. After all the normal rooms have been explored, the hierarchy of rooms is chosen. Super Secret Room, Shop, Item Room, Sacrifice Room. Dice Room, Library, Curse Room, Mini Boss, Challenge Room, Bedroom, Arcade Vault, Secret Room, Devil Room. I'm Error. Okay. Das heißt, wenn man alle erforscht hat, kann man das einsetzen und gucken, wo man rauskommt. Okay, wir probieren es einmal aus nach dem Boss. Wir probieren es nach dem Boss einmal aus und gucken, was passiert. Aber bisher habe ich jetzt nicht so das Gefühl, dass der... Weil wir haben alles gemacht. Ja, wir haben jeden Raum besucht. Das ist schon mal gut. Das ist im Prinzip genau die Voraussetzung. Ah, Mistvieh! Bruder.
Sehr schön. Tschüss. Komm, Engelraum. Kein Engelraum. Aber schön viele Herzen. Erstmal wieder generieren. So, und jetzt einmal Teleport und gucken, was passiert. Yo! Also jetzt gar nicht mal so eine geile, so ein geiles Dings, weil wir sind ja fast voll. Also ich meine, ich nehme es mal mit. Ah, ich muss die Finger hier loswerden. Sind voll im Weg. Mist. Nein, ich wollte es nicht einsetzen. So, mach dich weg. Ah, das ist ja an sich voll interessant. Ja, aber wir nehmen natürlich die Player-Karte weiterhin mit. Ich denke schon, dass das am Ende nützlicher ist. Vielleicht. Bin mir unschlüssig, weil der goldene Teleporter, der könnte mir halt auch jetzt jedes Mal helfen, in den Engelraum zu kommen, wenn es noch geht. Dafür muss ich jeden Raum vorher abgeschlossen haben und dann gibt es die Möglichkeit, dorthin zu kommen. Ich bin mir gerade echt unschlüssig. Was nehme ich denn jetzt mit? Und solche Überlegungen kosten immer so viel Zeit, ne? Was nehme ich denn jetzt mit, verdammt? Ich denke, wir gehen auf die Prayer-Karte. Okay, so. Gibt's noch Herzen zum Aufladen? Nee, ne? Ja, dann Abflug. Aber ich hätte ganz gerne Stopp, 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 Stopp. Ja, genau. Ich hätte schon ganz gerne hier meinen HP ab. Vielen Dank. So, dann holen wir uns wieder ein paar Viecher. Dass wir hier schneller durchkommen. Hat der die gefressen? Yo! Oh mein Gott! Aber das kostet halt immer 5 Münzen. Ich habe viel zu wenig Münzen dafür. Aber hier kann ich was machen. Und ich kann jetzt ja weiße Viecher mir generieren, ne? Oder macht immer nur einen Strich. Ja, vielleicht auch nicht. Nee, dann ist das nicht so sinnig, was ich vorhatte. Ist okay. Never mind. Lol, der schnappt sich auch die. Der schnappt sich ja alles. Vor dem ist ja nix sicher. Oh, das ist wiederum sehr stabil. Oh mein Gott. Okay, komm. Immer schön seitlich ran. Nicht, dass ich da irgendwie in so eine Stachel reinlaufe. Okay, an den Schlüssel kommen wir ran. Das ist gut. Den hast du gut gelegt. Es wäre ganz schön, wenn ich hier nicht nochmal reinlaufen müsste, Kollege. Wenn du jetzt dein Item mir geben würdest. Dann muss ich hier nicht nochmal reinlaufen. Oh je.
Weil wenn ich dich anfange, dann will ich dich auch abschließen. Ja, okay, nice. Ja, ist in Ordnung. Dafür ist es in Ordnung. Luckfood ist sehr geil, weil das bedeutet nur noch gute Pillen. Dafür habe ich auch gerne mal mein blaues Herz geopfert. Also gerne nicht, aber ich kann es akzeptieren. So, und jetzt schmeißen wir den hier raus und machen ihn zu einem Weißen. Sehr gut. Ah, da komme ich leider nicht rüber. Mit Gornix komme ich daran. Das ist ärgerlich, aber was soll's. Oder komme ich daran? Nee, ich komme nicht. Keine Chance. Ja, damit muss ich leben, wie gesagt. Okay, vielleicht komme ich doch ran. Doch, da ist mein Itemraum. Und da wir nur gute Pillen bekommen können, kann ich die auf jeden Fall einsetzen. Sehr schön. Das ist, glaube ich, ein... die Scheren sind immer Spacebar-Item, ne? Aber welches Spacebar-Item ist das? Ah, das ist das hier, wo dann der Körper selber Schaden macht. Ist an sich auch geil. Ist an sich auch geil. Für Bosskämpfe und so ist es schon gut. Ich meine, wir haben volle Herzen. So, was will ich mit der Prayer Card jetzt noch? Ich meine, dann könnte man sich fragen, warum hast du die überhaupt mitgenommen? Dann kann ich sagen, ja, ich weiß auch nicht. So, komm her. Ja, so viel dazu. Yo, der frisst auch die weg. Dann kann ich es ja auch so machen. Nur, dass der halt selten kommt. Na gut, wir machen's. Schon normal. Da, sehr schön. Definitiv in Ordnung, da wir ein... auf jeden Fall ein Spacebar-Item haben, in welcher Form auch immer. So. Wir haben nochmal eine sehr hohe Chance auf den Engelraum, möchte ich kurz bemerken. Das freut mich. Und wir sind ja schon in... genau, wir sind in Necropolis 2. Das heißt, wir bekommen keinen Itemraum mehr. Deswegen kann ich die Brille jetzt auch liegen lassen. Na, dann kann ich dieses Broken Magnet Ding schon mitnehmen. Das ist in Ordnung. So. Da geht's zum Boss. Okay. Können wir noch mal gucken, ob hier irgendein cooler Stein ist. Ansonsten wären noch zwei Möglichkeiten für den Geheimraum, aber das ist ein bisschen schwierig jetzt so. Machen wir mal noch ein paar andere Räume. Vielleicht kriege ich noch eine Aufladung. Oha. Die könnte ich mir eigentlich einfach schnappen, ne? The World? Fragezeichen. Was warst du denn jetzt wieder? Die kann ich mir erst recht nicht... also, ich kann mir die normalen merken, aber die kann ich mir erst recht nicht merken.
Ach, garantierter Crawl Space. Ja, sofort einsetzen. Sofort einsetzen. Irgendwo, wo Platz ist. So. Garantierter Crawl Space. Immer schön. Ah, ist leider ein Spacebar-Item. Was ich nicht haben möchte. Aber hey. Ist okay. So, dann hole ich mir meine Strength zurück, die nämlich verhindert, dass ich versehentlich Q drücke. Ganz wichtig. Und dann haben wir da drüben noch ein paar Räumchen. Ah, und jetzt kann ich auch die Münzen mir safen. Dankeschön. Okay, wollen wir das machen? Oh! Auch ein geiles Trinket. Ich meine, eineinhalb blaue Herzen, ja doch. Sollte hin. Sollte okay gehen. Ja, das sollte definitiv okay gehen. Eine Experimental Pill ist ein bisschen gefährlich. Andererseits haben wir eigentlich so viele Herzen, dass selbst HP-Downs können wir verkraften. Ja, ah, schade. Sollen wir zweimal Experimental Pill machen? Tears up. Einfach nur Tears up. Okay, cool. HP up. Ja, warum nicht? Doch noch. Kann man anbieten. So. Gut, dann raus hier. So, Dalle. Ja, jetzt sollte ich die ganze Zeit eigentlich den Schild aktiv haben. Genau. Oh, lol. Ja, aber jetzt... Na, ich bleib bei meinem Schild-Trinket. Ich bleib definitiv bei meinem Schild-Trinket. Wir haben immer noch nicht den Geheimraum, aber es gibt relativ viele Möglichkeiten. Er könnte zum Beispiel auch hier sein. Oha. Okay, wir haben genau zwei Bomben. Ich sehe, dass das eine gefährliche Dings ist. Kriege ich die irgendwie anders auf? Nee, ne? Das war es nicht wert. Schade. Das war es absolut nicht wert. So. Weitere blaue Herzen kriege ich leider auch nicht zustande. Ach, was... Ja, blöd. Na gut. Na gut. Und hier wäre jetzt nämlich die Situation wahrscheinlich, dass wenn ich jetzt, den Bossraum mache und den goldenen Teleport noch hätte, würde es mich wahrscheinlich in den Challenge-Raum porten. Wo ich ja eigentlich gar nicht hin will. Na, deswegen ist es, glaube ich, schon ganz gut, dass wir das so rumgemacht haben. Ich erstelle mal noch ein paar Viecher. Ich möchte halt ungern mein blaues Herz jetzt bei Mom verlieren. Hier noch Möglichkeit. Ja, doch, es gäbe hier noch eine Möglichkeit. Das war gefährlich. Oh, wir haben ja nur gute. Doch, wir nehmen noch eine Pille. Ja, okay, Drowsy. Ist gut zu wissen, wo sie ist, aber kann ich so leider nicht für mich nutzen. Oh, da gibt's noch. Den sehe ich jetzt erst. Ja, gut, dass ich den gesehen habe. Leider hat er kein blaues Herz gebracht. Aber ist okay. Dann werden wir mit dieser Anzahl an Herzen zu Mom gehen und hoffen, dass es gut geht. Im Sinne von Engelraum gut geht. Let's go.
So, und der Körper macht den Rest. Ah, scheiße! So, und jetzt kann ich nämlich immer schön zwei Körper einsetzen. Ja, das sieht doch gut aus. Tschüss! Okay, kein Engelraum. Schade. Wir wollen in die Dings gehen und deswegen machen wir das so. Jetzt können wir auch nochmal ein HP... Wobei... Jetzt bin ich wieder am Überlegen, soll ich da einfach ein weißes Viech draus machen? Nee, komm, wir machen schon HP ab draus. Wenn dann aber nachher nur blaue Herzen spawnen und keine roten, ist wieder Kacke. Naja. Wir riskieren's. Wir riskieren es. So. Oh, ich muss... Oh, shit. Zum Glück ist der Raum langsam. Ey, fuck. Oh mein Gott, zum Glück war der Raum langsam. Oh Gott. Das ist ein böser Raum gewesen. Das war ein ganz, ganz, ganz böser Raum. So. Jetzt kann ich dann aber auch, das ist das Schöne, da sich mein Space Item zweimal auflädt, in einem Raum mit viel Notfall, oder wo ich Probleme bekomme, kann ich dann die Schere auch mal eher einsetzen, bevor wir beim Boss ankommen. Weil ich die nicht gleich verliere, das ist schon sehr praktisch. Das hat schon was. Und durch die vielen, doch, die vielen HP-Ups sind wichtig. Weil wir ja in Richtung Darkroom gehen. Und da ist das durchaus nützlich. Viele Herzen zu haben. Weil wir da die Devil Deals bekommen. Nice. Genau dafür habe ich es gemacht. Okay. Ah, die machen wir noch weg. Oh, das Schild ist so gut. Das Schild ist so gut. Wo ist noch ein Gegner jetzt? Ach, da. So einer ist noch da. Dankeschön. Das Schild ist so gut. Oh, okay, der Raum ist aber kein Problem. Zum Glück. Oh, the Sun. Nice. Das ist jetzt die Karte, die wir mitnehmen werden. Und damit ich die nicht vergesse, werde ich jetzt auch nicht irgendeine andere Karte mit mir rumschleppen. Weiß, ich könnte dann Magician hier beim Boss einsetzen und so weiter. Das ist mir... Oha! Also wenn wir nichts bekommen mit ganz viel Truhen oder so, dann sehe ich es nicht ein. Ich hätte ganz gerne natürlich noch mehr blaue Herzen. Wir können einmal den Geheimraum hier versuchen. Okay. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Ja, dann kriege ich nicht mehr blaue Herzen. Dann muss es jetzt klappen. Und wir bekommen hoffentlich noch einen Engelraum. In der Hoffnung, dass ich keinen Rotherzschaden nehme, wer immer jetzt kommt. Oh, das war knapp. Ja! Yes! Yes! Oh mein Gott, yes! Sehr geil. Sehr, sehr geil. So. Ja, jetzt brauchen wir den hier nicht mehr bekämpfen. Nützt uns nichts. Können wir also auch gleich rausgehen. Leider kann ich jetzt das blaue Herz schon nicht mehr einsammeln. Na, aber das ist halt so ein Ding jetzt. Ist in Ordnung. So. Sehr schön. Will ich hier noch was machen? Ganz ehrlich? Nee.
Ganz ehrlich, wir gehen einfach. Wir gehen einfach. Das lief wunderbar. Das lief wunderbar. Wir sind gut ausgerüstet. Genau so machen wir weiter. Ganz genau so machen wir weiter. Curse of Darkness ist nicht, wie ich weitermachen möchte. Absolut nicht. Aber wir haben zum Glück gute Dinge, die uns selbst beim Curse of Darkness immer noch treu Dienste leisten. Das war ungünstig! Vorhin sind wir den Raum genau von der anderen Richtung gekommen. Da war der irgendwie einfacher, aber so war er jetzt auch in Ordnung. Und wir müssen einfach nur wieder raus. Ich gucke ganz kurz nach coolen Steinchen, aber ich sehe keine coolen Steinchen. Okay. Wobei mir jetzt die coolen Steinchen auch fast nichts nützen würden, außer es wäre ein Small Rock drin. Okay, das sind alles nur... die schießen alle nicht, ne? Die ziehen einfach nur mich an. Okay. Gut, dann ist alles in Ordnung. Die Stacheln bleiben, ne? Okay. Dann warten wir kurz und gehen jetzt durch. Oh. Gut, dass der Schild hier ist. Gut, dass der Schild hier ist. Der wäre jetzt sonst... Das wäre schon schief gegangen. Rosy Webbed auch geil. Aber, muss ich sagen, mein Schild gefällt mir besser. Auf lange Sicht. Pille. Shot Speed up. Nice. Shot Speed up. Ja, habe ich auch gerade vorgelesen. Vorsichtig, das war knapp. Das hätte jetzt wehgetan, wenn ich nicht das Schild gehabt hätte. Insofern gut, dass es da war. So, Dalle. Wir sind aber, glaube ich, auf dem richtigen Weg, was den Boss angeht, wenn ich mir das so angucke. Oha! Samson Soul. Wir haben nämlich noch bisher nur Samson als Soul. Das ist auch cool. Können wir beim Herzen mal einsetzen. Wir können es auf keinen Fall mitnehmen. Denn... Iu! Denn ich will ja... Dings. Ich will ja Sun mitnehmen. Aber wir können es auf jeden Fall mal beim Herzen dann einsetzen. Sehr schön. Wir sind gleich wieder an dem Punkt, wo ich sogar verlustfrei Viecher generieren kann. Ich bin nämlich gleich komplett voll. Seht ihr selber, aber ich weiß nicht, warum ich sage. Ihr seht selber. Ja, wie weit geht denn das hier noch rund? Oh boy! Das hätte schon wieder richtig wehgetan, wenn ich nicht das Schild gehabt hätte. Siehst du, deswegen ist das Schild super gut. Okay, mir scheint, das ist wirklich der Weg. Oh, fuck. Dann muss ich den Weg aber... Oh, dann muss ich das hin und zurück gehen. Hilfe. Oh Gott, das hätte schon wieder wehgetan, wenn ich das Schild nicht gehabt hätte. Wie oft mir das Schild jetzt schon den Hintern gerettet hat. Das ist ja unglaublich. Ja, da ist mein Bosskampf. Da ist mein Bosskampf. Auf geht's. Easy going. Kein Raum aufgegangen, nichts. Schade. Sehr schade, aber gut. Wir haben alles getan, um die Dinger zu beschützen. Hat leider nichts gebracht. Na gut. Dann ist es so. So, hier kann ich einfach gerade durch, dann passiert mir nichts. Dann kann ich mir jetzt auch ganz gefahrlos
meine Sun wiederholen. Sehr gut. Und dann gehen wir. Wir gehen. Wir gehen einfach. So machen wir es. Wir verlassen diesen unsäglichen Ort. Hier sprengen wir noch einmal. Vielleicht ist ja noch was Cooles darunter. Zum Beispiel ein blaues Herz, was wir nicht einsammeln können. Nice. Aber wäre ich jetzt nochmal getroffen worden, hätte ich es nehmen können. Okay. Dann Abflug nach Sheol. Curse of the Maze. Nicht so schlimm. Dann war alles vertragen. Schnell einen davon kaputt machen, dann können die anderen mir nichts mehr anhaben. Immer. Ey, wir haben echt wieder geile Items in dem One bekommen. Ich kann es nicht anders sagen. Also, wir haben echt coole Items. Ich mag diese... Ich weiß nicht, wie es heißt, aber ihr wisst, was ich sagen will. Dieses Ding aus dem Untergrund da. Ah, scheiße. Aber jetzt gibt es keinen Deal mehr. Jetzt ist es an sich egal, ob wir blaue Herzen oder rote Herzen verlieren. So. Lol. Okay. Ich meine, ich hätte genug Schlüssel. Hier können wir rangehen, wenn wir es wollen. Muss erstmal nicht sein. Aber ich generiere jetzt mal wieder ein paar Viecher hier. Ja, furchtbar, ohne die zu kämpfen. So, los geht's. Ja komm, dann können wir jetzt eigentlich uns auch gleich die Herzen zurückholen. Scheiß drauf. Wir haben genug Möglichkeiten für das ganze Zeug. Ist in Ordnung. Kann man machen. Oh, jetzt muss ich nur gerade durchlaufen. Ohne die Steine. Okay, da hatte ich jetzt ein bisschen Bammel noch, dass das wieder schief geht. Dass ich mich da wieder dumm anstelle oder sowas. Man kennt's. Sehr schön. So, trotzdem verliere ich die ganzen Viecher durch die Explosion. Wobei, nee, ich glaube, es sind noch einige da. Okay, ist okay, ist alles gut. Ich habe nichts ge... Oh, okay, hi. Du kannst gleich mal einen Abflug machen. Wir sehen uns eh gleich in der großen Version. Wir sehen uns eh gleich. Ihr könnt... So, ne? Also, bis gleich. Ja, der Weg sieht gut aus. Ich glaube, wir sind da. Einer heißen Spur. Hinterher. Irgendwie. Ja, perfekt. Da haben wir es doch schon. Gut, Abflug. Satan! Und geil ist halt auch noch die zwei Körper, die hier Schaden machen. Ne? Das ist auch nochmal richtig schön. Das war das Richtige. Das war das definitiv das richtige Space-Bite, für das ich mich entschieden habe. Das war auf jeden Fall das richtige Space-Bite-Item. Ja, ja. Das ist schon sehr geil, wie die Schaden machen. Vor allem, wie gesagt, dadurch, dass es halt auch noch doppelt ist. Nicht nur der einfache Schaden, sondern der doppelte. Das ist schon richtig gut. Schön. Können wir noch ein Viech generieren. Und dann ab in die Chest. Und wenn ich jetzt wieder Curse of the Unknown bekomme, dann flippe ich aus. Ich will sehen, was ich für Deals habe, sonst kann ich keinen Deal machen. Okay, Darkness akzeptiere ich sogar, weil es kleine Räume sind. Das ist nicht so schlimm. Okay. Okay.
Für zwei Herzen muss im Moment nicht sein. Okay. Lasst mich kurz gucken. Ich bin mir bei den meisten Items relativ sicher, was sie machen. Ich will nur auf Nummer sicher gehen. After taking enough damage, you will gain a permanent Demon Familiar. Das nützt mir nichts. Das will ich nicht haben. Das will ich absolut nicht haben. Ich will nicht getroffen werden. Vor allem nicht jetzt mehr. Dann hatten wir... Genau, Spirit of the Night lässt mich fliegen und Spektraltränen schießen. Die Frage ist aber die... Was nützt es mir jetzt hier im Darkroom noch zu fliegen? Also, irgendwie jetzt auch nicht so genial, ne? Was will ich da noch groß fliegen? Das bringt mir überhaupt nichts. Und dann haben wir halt wieder Eye of the Occult. Das ist das Damage-Up und die Tränen können kontrolliert werden. Fühle ich eigentlich gerade alles nicht so? Nee, fühle ich gerade nicht so. Was wir halt machen können, ist, wenn ich energietechnisch knapp werden sollte, dass ich die Herzen nicht mal aufgeladen mehr bekomme oder so, ne, dass mir alles wegfällt, dann kann ich jederzeit Guppies Tatze kaufen und habe wieder volle Energie. Also das ist gar kein Thema. Das ist ganz gut, dass die da ist. Das ist sehr praktisch. Aber im Moment sehe ich jetzt nicht eine große Verwendung hier für die Sachen, die da sind. Und im Moment hätte ich ja sogar noch die Sun, um viel Energie zurückzubekommen. Also... Und dann gibt es halt auch noch... Genau das ist, was ich sagen wollte. Und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, dass ich hier in den Räumen Items bekomme. Das hat mich ja vorhin so megamäßig geärgert, als ich Dings gespielt habe, die Chest gespielt habe und konnte die Items nicht sehen. Ich habe mich ja einfach nicht getraut, irgendwas mitzunehmen. Ich habe mich einfach nicht getraut. So. Yikes. Ah, schade, kein Item. Das ist so eine geile Kombination. Die werden festgehalten von meiner Schlange. Und kriegen einfach voll auf die Mütze. Das ist so eine gute Kombination. Schon wieder eine E-Mail, brauche ich nicht, danke. Hier ist gar nichts. Wir hätten jetzt volle Aufladung. Okay, interessant. Oh, hier sind sogar zwei Sachen zum Aufgraben. Dann laden wir das doch einmal schnell auf. Wir wissen ja, wo die Schere ist. Die will ich ja erst für den Boss nutzen. So, waren es ein bisschen ärgerliche Treffer, weil ich nicht ganz so schnell reagiert habe. Aber ist okay. So. Oh, shit. Das war nicht, wie ich das wollte. Yo. So, jetzt kriegt man noch eine schöne Kiste. Oben aus dem Ding raus. Und sollten wir noch mehr so Räume finden, wo dann so Gruben sind? Ich glaube, da wäre es schlauer. Na, frech. Das war frech. Aber ich glaube, dann wäre es schlauer. Wir gehen mit der Schaufel noch weiter und laden die noch ein bisschen auf. Einfach, dass wir für den Fall der Fälle die dann aufgeladen haben, falls irgendwo was zum Graben ist und die dann nicht erst aufladen müssen. Wisst ihr, wie ich meine?
Was passiert gerade mit meinem Herzen? Was stelle ich hier eigentlich an? Aber ich glaube, es kommen... Ich weiß nicht, ob noch Räume kommen mit sowas. Und ich frage mich gerade, ab wann ich das dann einsetzen sollte. Ich glaube jetzt. Da ist der Bossraum, okay. Ist durch den Effekt von dem Holy-Ding, ist dadurch jetzt eigentlich das hier hell geworden? Das ist ja cool. Habe ich auch gar nicht realisiert, dass das passiert. Passieren kann. Das ist ja cool. Okay. Dinge generieren, Dinge generieren. So. Two of Hearts. Oh mein Gott, okay. Dann nehmen wir die Two of Hearts jetzt mit. Die Schaufel wäre aufgeladen, aber ich wüsste jetzt halt nicht, wo ich da groß rumwursteln soll noch. Wir müssen es auch nicht übertreiben. Schade. Jetzt habe ich keine Bomben mehr. Dann nehmen wir die Schere hier wieder mit. Mache hier mal kurz auf, weil wir haben genug Schlüssel. Hätten Herzen rauskommen können. Kamen sie jetzt nicht. Ach, hier drüben ist der Geheimraum. Wait, war ich da schon drin? Wieso sehe ich den denn jetzt? Ach, weil ich Sun eingesetzt. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Jetzt hätte ich dann doch ganz gerne nochmal eine Bombe, muss ich gestehen. Aber jetzt gehen wir erstmal den Boss machen, dass wir den auf jeden Fall haben. Na, hier kein Risiko eingehen. Erstmal den Boss wegfrühstücken. Moin. Ach, ich muss ihn angreifen. Nee, Quatsch, passt schon, ich muss ihn angreifen. Alles richtig, alles gut. Ich war kurz verwirrt. Lasst euch von mir nicht verwirren. Ich war nur selber verwirrt. So. Freigeschaltet Strange Key. Nein, ich möchte keine Victory Lab jetzt machen. Ich bin aber auch hier noch nicht fertig, mein liebes Spiel. Wir sind hier noch nicht fertig. Gibt es mehr, also gibt es mehr als einen Raum, wo sowas sein kann? So ein Graben zum Graben? Oder eher nicht? Weiß es ja. Ach, wo laufe ich denn hin? Ich weiß es ja nicht, ne? Deswegen frage ich. Das ist auch ein nerviger Raum. Weil die halt einfach ewig dauern und gefährlich sind. Weil man dann ungeduldig wird bei denen. Ja, und die kommt, da kommen halt die Hände nicht mal hinterher, lul. So, Nummer 1 ist weg. Der wird gerade festgehalten. Dusch. Ach, geh doch heim. Na komm her. Mensch. Keine Lust mehr. Das ist so ein Raum, wo ich einfach keine Lust drauf habe, ne? Da werde ich ungeduldig. Würde ich natürlich jetzt nicht so machen, wenn ich
wenn es jetzt noch um viel gehen würde. So gesehen geht es jetzt um nicht mehr so viel. Ich will halt noch ein bisschen rumgucken, ob es noch mehr Räume gibt mit so Buddeldings. Das will ich wissen. Und ich würde gern sehen, ob wir nach Satan, den wir ja wieder machen können, ob nachdem diesmal vielleicht The Void kommt. Aber wenn The Void kommt, dann kommt auch ein extra Part. Na, dann schließen wir das hier nicht mehr ab in dem Part. Wenn natürlich nicht The Void kommt, dann hat sich's erledigt. Oh, das geht mir. Ich generiere mal ein paar Viecher, das geht mir auf den Keks. Dauert mir hier alles zu lange. Problem ist halt nur, dass hier zu viel geschossen, das heißt, die Viecher gehen relativ schnell wahrscheinlich kaputt. Ah, jetzt nicht mehr. Jetzt ist fast alles weg. Aber das Schöne ist halt, dadurch, dass die Viecher mitschießen, gehen diese Tränen schneller hoch. Wir haben eine Bombe! Wir haben eine Bombe! Wir können den Geheimraum... Nice! Lass mich kurz gucken, wo er ist. Da ist er. Na, da gehe ich doch gerne rein. Mensch! Wenn ich da jetzt nicht reingegangen wäre, puh! Das, da hätte mir schon was gefehlt, so. Okay. So, zack. Hier nix, dankeschön. Ist jetzt natürlich blöd. Weil ich natürlich... Ja, ist jetzt blöd. Weil ich natürlich einerseits gerne das Guppy-Ding mitnehmen würde... Im Sinne... Ja, komm, ich weiß was. Wir machen Folgendes. Das kriege ich eh nicht aufgeladen. Das heißt, das können wir auch einsetzen. Dann habe ich insgesamt trotzdem noch mal mehr Herzen. Aber ich möchte natürlich die Schere beim Boss einsetzen. Na? Den doppelten Einsatz der Schere... oh, da liegt noch eine Bombe da oben. Den doppelten Einsatz der Schere... Das ist ganz klar, dass ich das machen möchte. Da brauchen wir nicht drüber reden. Insofern... Denke ich, ist es so rum jetzt am besten gewesen. Ich verzichte auf ein Herz dauerhaft, habe jetzt aber beim Boss insgesamt mehr Herzen zur Verfügung. Gut. Dann gucken wir mal. Generieren wir noch ein paar Viecher? Ich verliere die halt recht schnell jetzt beim Satankampf. Denke nicht. Ich denke, ich werde eher mit dem Körper kämpfen. Oh mein Gott, er ist in der Slow-Phase. Er ist einfach... Wir haben eine Slow... Oh mein Gott, das ist gar nicht mal so gut. Glaube ich. So, ich denke, jetzt haben wir genug Viecher. Jetzt sollten wir nämlich auch relativ schnell die Dinger groß kriegen. Also unsere Schüsse. Das meine ich. Na, der geht jetzt sehr schnell dahin nach hinten. Ja, das ist eine geile Kombination. Vor allem so viele Dings, die, wo sie zurückgedrückt werden, kommt auch noch dazu. Das ist eine sehr geile Kombination. Ich hoffe, wir kriegen den Void. Das wäre sehr schön. Jetzt habe ich alle verloren. Natürlich ärgerlich. Machen wir den mal kurz ohne Probleme. Also ohne Viecher dazu zu bekommen. Das geht nämlich auch. Wir sind ja auch so schon recht stark. Wir haben ja auch einen Engel da, also einen Vermittler dabei, der ja Sacred Hearts, der Sacred Heart Tears sozusagen schießt.
Wenn auch ein bisschen abgeschwächt, aber den haben wir ja auch dabei. Oh, da ist noch einer, okay. Mach dich mal weg. So. Ah, scheiße. So, jetzt generiere ich mal kurz wieder ein bisschen was. Aber das Problem ist, dass bei so vielen Schüssen gehen die halt sofort kaputt. Das ist so ein bisschen das Problem. Na, ich kann die halt nicht schützen vor diesen Angriffen. Aber ich kann ihm so ordentlich... Ah, ich kann ihn so schön darüber drücken, dann trifft er mich nicht mehr. Oh, das ist geil. Oh, das ist gut. Ich kann ihn darüber drücken, dann trifft er mich einfach nicht mehr. Ja, optimal. Die Viecher sind jetzt da in der Luft und er kann nichts dagegen tun. Das ist ja großartig. Das ist ja absolut großartig, lul. Wow. Wow. Oh komm schon, lass mich in den Void danach. Ich will in den Void, sonst will ich das ganze Quatsch, den Quatsch über die mich machen. Void! Scheiße. Dann eben kein Void. Okay, aber wir haben die nächste Richtung abgeschlossen. Jetzt bleibt noch Speedrun, Mother und Beast. Das heißt, wir müssen als nächstes Speedrun angehen, beziehungsweise wenn wir Speedrun schaffen, dann ist auch Void dabei, weil nach Hush kommt auch Void. Insofern, den kann man natürlich noch mitnehmen. Aber wir könnten zum Beispiel auch sagen, wir machen jetzt erst Mother, so zur Abwechslung, weil wir dann mal eine andere Route laufen. Wäre auch eine Idee. Wie auch immer, wir haben es diesmal in einem Part geschafft. Danke fürs Zuschauen und tschüss.